Gefährlich. Mehr noch, er trägt seine Möhre offen zur Schau und schert sich einen Teufel um gesellschaftliche Konventionen. Der Schneemann. Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben. In Wahrheit aber ist seine Geschichte zum Dahinschmelzen und rührselig. Ich denk so oft zurück an das, was war. Das behauptet jedenfalls Cornelius Krätz, Deutschlands Schneemann-Experte. Er hat sich entwickelt aus einem, ja, man muss schon sagen, aus dem Schreckensbild des Winters. Er wurde in früherer Zeit, das heißt so in der Zeit ab 1730 bis 1850 ungefähr, wurde er als Schreckenssymbol für den Winter genommen. Schon Michelangelo soll 1492 eine erste Schneefigur gebaut haben. Der Begriff des Schneemanns aber wird angeblich 1770 vom sächsischen Schriftsteller Christian Felix Weise geprägt. Der Schneemann, ein Sachse? Nur zum Glück kann der nie reden. Das überlassen wir lieber wieder Cornelius Krätz, dem Pressesprecher der Schneemänner. Für ihn ist die kugelige Figur ein Symbol für Nationen- und generationenübergreifende Toleranz. Ich glaube, der Schneemann ist da ein wunderbares Bindeglied für alle Altersgruppen, angefangen von Kleinkindern im Kindergarten bis hin zu Senioren in ihren Seniorengruppen. Jeder kann mit dem Schneemann etwas anfangen, jeder verbindet irgendwas mit dem Schneemann. Drei Kugeln und ein warmes Herz aus Eis, so schreibt der Schneemann eine große Parabel auf alles Irdische. Sein Ende oft ein Haufen Rotz und Wasser und eine Rübennase mittendrin. Vergänglichkeit als Maßeinheit des Lebens. Immer? Fast immer. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Welttag des Schneemanns. Hatte ich auch noch nicht gehört vorher. Aber schön, da feiern wir gerne.